Cool, ich habe noch was bekommen. Toilettenpapier, das ist ja im Moment heiß begehrt. Da ich kein Hamster bin, reicht mir völlig ein Paket. Ja, meine lieben Freunde, da wir ja jetzt so ein bisschen in Quarantäne alle sind, zeige ich euch mal, wie ich meine Zeit vertreibe. Kommt mal mit. Puh, ich brauche erstmal Pause. Jetzt kommt ja Gott sei Dank das Logo. Oh, die ganzen Mitarbeiter, die sind ja gar nicht hier. Was mache ich denn jetzt? Mein Schatz! Egal, du kommst erstmal beiseite. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei dieser sensationellen Ausgabe von Ich bleib zu Hause, Take It On Me. Ja, meine lieben Freunde. Ja, heute möchte ich euch mal dieses coole Spiel vorstellen, was ich im Moment jetzt zu Hause spiele, weil wir ja alle gezwungenermaßen zu Hause sein müssen. Ja, so allmählich fällt mir die Decke auf den Kopf. Aber egal, was soll man machen? Okay, lasst uns mal dieses coole Spiel angucken. Das Ganze nennt sich Fishing for Flow. So sieht das Ganze aus. Kostet 5,99 Euro. Gibt es, glaube ich, auch bei Amazon sowas ähnliches. Und damit vertreibe ich mir sozusagen die Zeit im Moment. Es kann ja sich noch ein paar um Monate handeln. Aber wie gesagt, Freunde, ich habe ja noch ein bisschen an Vorrat, was ich euch zeigen kann. Und außerdem, guckt mal. Hier habe ich auch nochmal so ein nettes Gimmick. Tic-Tac-Toe. Das packe ich auch gleich mal ganz schnell aus. Lasst uns mal zur Seite schauen. Bevor ich mich um die Flounders kümmere, packe ich das erstmal beiseite. So sieht das übrigens von hinten aus. Sehr interessant auf jeden Fall. Du kommst erstmal an die Seite. Und dann widmen wir uns diesem coolen Teil. Ich weiß gar nicht, das kostet glaube ich 1 Euro. Gibt es im Sonderpostenmarkt sozusagen. Und das Ganze basiert auf das klassische Tic-Tac-Toe-Spiel. So sieht das aus. Packen wir das zunächst einmal auseinander. Und dann haben wir hier dieses coole Spielfeld. Ich glaube, du bist Corona-frei, oder? Egal. So, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Wir haben ja hier dieses Zahlenrad und das können wir dann drehen, je nachdem, wer jetzt dran ist. Stellen wir das Ganze mal auf 0 zunächst. Das ist auch, glaube ich, auch schon der kleine Kritikpunkt, dass das immer sehr schnell umspringen wird. Und dann spielt ihr das eben halt. Achso, hier könnt ihr übrigens auch noch die Punkte einstellen für jede Seite. Ganz praktisch, habe ich eben noch gar nicht gesehen. Und dann fängt ihr zum Beispiel an, der eine nimmt jetzt X. Ha, perfekt, hier mache ich das X hin. Dann ist jetzt zum Beispiel O dran. O würde dann hier machen. X würde dann so machen. Der nächste Spieler werde dann theoretisch dann ja so machen. Also so, dass man keine Reihe zustande bekommt. Dann wäre natürlich wieder X dran. Ist das jetzt X? Nee, das war nix. Dann wäre jetzt O dran, der macht mal so. Dann ist wieder X dran und X hätte dann gewonnen. Das ist doch so für zwischendurch ganz praktisch. Und wenn ihr dann gewonnen habt, gebt ihr euch natürlich ein Pünktchen. Von der Verarbeitung her, muss ich sagen, ist das gar nicht so schlecht. Finde ich auch gut, dass es durchsichtig ist. Und das würde ich mal sagen, das kann man durchaus eine Weile spielen, bis einem die Decke auf den Kopf fällt. Tut sie aber noch nicht. So. Ja, so sieht das übrigens nochmal. Ach, hier steht auch mal mit Punkteanzahl von hinten aus. Ja, dann widmen wir uns dem Hauptthema, nämlich den Flounders. So sieht das Ganze aus. Dann packen wir das zunächst einmal aus. Und was mir schon mal sehr gut gefällt ist. Dass ich schon mal einen Daumen nach oben geben kann. Nein, Spaß beiseite. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass das hier in dieser Verpackung nicht gleich quasi rausfällt. So sieht das Ganze aus und das soll natürlich, hey, lass du mal stehen, ne? Auf Wasser schwimmen. Probieren wir natürlich gleich aus. Zunächst einmal probieren wir uns die kleinen Schoko, diese Eisschokoladendinger aus.
Oh, das Netz ist jetzt von der Verarbeitung her nicht allzu gut, aber ihr könnt dieses Schokoladeneis natürlich dann hier so reinpacken und catchen, wenn ihr eins gefangen habt. So von der Machart ist es gar nicht so schlecht. Die wiederholen sich natürlich die ganzen Symbole. Hier haben wir nochmal einen langen. Und dann kommen wir zur Angel. Ha, was für ein Wortspiel. So sieht die Angel aus. Ist jetzt auch quasi ein bisschen schlicht verarbeitet. Aber was verlangt ihr von so einem Produkt? Ne? Hier könnt ihr so ein bisschen drehen, damit das alles ein bisschen nach unten geht. So wie so eine richtige Angel haben wir hier noch eine Kugel. Und wenn ihr gut seid, läuft das nachher folgendermaßen ab. Angelt euch hier so ein kleines Häuflein. Im Zweifelfall sollte das so aussehen. Dann schnappt ihr euch den Catcher und packt das rein. Ha, funktioniert auf jeden Fall so schon mal ganz gut. Und in der Badewanne soll das dann nachher so aussehen. Aber Freunde, ich habe leider keine Badewanne im Moment da. Deshalb muss ich mir jetzt mal was anderes schnappen. Bis gleich. Dann würde ich mal sagen, lasst uns mal auf die Jagd gehen. Ich packe das hier mal rein und wie ihr sehen könnt, es schwimmt auf jeden Fall schon mal sehr gut. Richtig nice. Packen wir nochmal einen rein. Also nicht einen von meinen, sondern einen aus der Verpackung. Und dann müsst ihr einfach die Angel auswerfen. Klack. Ich mach gleich nochmal. Oh, ich tollpatsche auch. So, perfekt. Und dann angelt man quasi sein Häuflein. Ah, perfekt. Klack, 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 klack. Und dann schnappt ihr euch das Netzelein und manipuliert das hier rein. Also, das macht bestimmt ziemlich viel Spaß. Kommt mal ein bisschen dichter ran, das ist doch blöd so. So, ich weiß nicht, ich glaube, man kann das jetzt ein bisschen besser sehen. Packen wir das zunächst einmal wieder rein und auf jeden Fall schwimmen die. Sehr gut. Zack, zack, zack. Dann schnappen wir uns nochmal die Angel. Ausfahren das Ganze und dann geht's wieder auf die Jagd. Man muss dazu sagen, man braucht ein sehr ruhiges Händchen. Na. Achso, die Angel geht übrigens auch nicht unter. Dank der Kugel. Ja, es ist sehr. Also ein paar Teile könnte man dadurch sehr gut verbringen. Da ist mir doch einer an die Angel gegangen. Du kommst jetzt hier rein. Zack. Ach, perfekt. Auf zum nächsten Objekt. Schnappen wir uns den Brummer mal. Und ja, perfekt. Der nächste. Saubere Angelegenheit. Kommst ins Netz. Und hier rauf. Ja. Und so geht es dann eigentlich los. Immer weiter, bis ihr alle gecatcht habt. Ihr könnt ja eine Stoppuhr machen, wer am schnellsten war oder wer am flinkesten war, ist ja genau das Gleiche. Und damit kann man echt eine sehr schöne Zeit in der Corona-Zeit haben. Aber auf Dauer ist das, glaube ich, auch nichts. Na gut, dann lasst uns mal ein kleines Fazit kommen. Ja, meine Freunde, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr in der ganzen Zeit zu Hause macht. Das würde mich brennend interessieren, weil die ganze Zeit fischen gehen ist, glaube ich, nicht allzu gut für meine Seele. Kommen wir zu meinem kleinen Testergebnis. Also ich finde Fishing for Floaters für zwischendurch in der Badewanne sehr gut gelungen. Für 5,99 kann man nichts verkehrt machen und hier bei Tic-Tac-Toe finde ich das auch gar nicht mal so schlecht. Vielleicht besitzt ja der ein oder andere dieses
Spiel. Dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet oder was ihr von der ganzen Sache haltet. Wir müssen, glaube ich, jetzt noch, wie lange muss man eigentlich jetzt noch drinnen bleiben? Das ist eine gute Frage. Aber Freunde, ich habe hier an der Tür eine kleine Ampel und die sagt mir nachher, wenn ich mal wieder rausgehen kann. Oh, kann man das sehen? Im Moment ist sie noch auf Rot, ne? Da, Moment. Aber Freunde, wenn sie grün zeigt, kann man wieder rausgehen. In diesem Sinne, das, oh, ihr seid schief oder ich bin schief. Wir sehen uns demnächst wieder, wenn es heißt Tell Me. Und bleibt gesund.